Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch ein ganz tolles Buch vorstellen und auch empfehlen. Und zwar ist das dieses hier von der lieben Miriam vom Mutti-Versum. Manchmal braucht man Gummibärchen. Die besten Tipps aus meinem turbulenten, wunderschönen Leben mit drei kleinen Kindern. Es erschien im Trias Verlag und es ist ein Taschenbuch, auch nicht sehr dick. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich finde es ja immer sehr, sehr gut, wenn man schauen kann, okay, was könnte ich anders machen? Was haben andere Mamas ausprobiert? Was hat funktioniert? Was kann ich vielleicht in meinen Alltag übernehmen? Und deswegen lese ich solche Ratgeber tatsächlich sehr, sehr gerne. Und es geht wirklich vom Essen mit Kindern über Ordnung halten bis hin zu Kindergeburtstagen. Also ich habe jetzt kein Thema gehabt, was mir gefehlt hätte. Also sie hat wirklich in diesen wenigen Seiten sehr, sehr viele Aspekte angesprochen, die wichtig sind und die interessant sind. Für mich besonders interessant war das Thema Strafen, wie sie das umsetzt und sie handhabt das tatsächlich ähnlich wie ich. Sie ist auch da ganz offen und erzählt auch über Ausrutscher, die sie in der Vergangenheit zum Beispiel hatte, und das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch, weil es ist immer nicht schön, wenn man so ein Buch liest und denkt, boah, die ist ja perfekt, die kann ja alles, bei der läuft ja nie was schief. Das kann ich doch sowieso nie. Und wenn man hier aber wirklich mal ganz authentisch liest, was vielleicht auch mal halt schief gegangen ist, macht es das für einen auch einfacher, wenn man sich vielleicht an seine eigenen Ausrutscher erinnert. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Tipps und Tricks aus diesem Buch mitnehmen können. Und sie schreibt halt wirklich nicht hochgestochen, weil das ist alltagsnah, so wie wir das erleben. Das ist nicht irgendwie psychologisch, wissenschaftlich, wie auch immer. Sie ist eine Mama wie du und ich und schreibt halt einfach darüber. Das ist wirklich sehr authentisch und sehr praxisnah. Und auch sie schreibt das in dem Buch, und das ist mir, kommt mir persönlich auch sehr oft das Thema, dass viele mit Familie, mit Freunden gar nicht darüber sprechen wollen und können, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, weil sie dann zugeben müssten, dass etwas nicht so gut läuft, dass sie vielleicht Hilfe oder Rat brauchen. Das finde ich ganz, ganz doll schade, weil niemand ist perfekt. Bei keinem läuft es wie am Schnürchen. Das vermitteln uns manche YouTube-Kanäle oder Instagram-Accounts. Aber auch bei denen, also gerade bei denen läuft es dann wahrscheinlich richtig, richtig mies. Aber für all diejenigen, die sich da wirklich nicht rantrauen, mit jemandem drüber zu sprechen, denen empfehle ich wirklich dieses Buch, weil ich würde sagen, es ist so ein A- bis Z-Werk. Und sie da halt wirklich auch ganz offen drüber spricht. Aber ich möchte auch, euch auch dazu animieren, wirklich rauszugehen, mit euren Freunden und Familien darüber zu sprechen, wenn es mal halt kacke läuft oder wirklich Hilfe braucht. Also am meisten hat mir wirklich diese Authentizität gefallen, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Und eine Sache, die möchte ich euch auch sehr, sehr gerne vorlesen. Es gibt zum Beispiel auch ein Kapitel, war jetzt für mich nicht so interessant, aber vielleicht für einige von euch, wo sie so erzählt, wenn dann das neue Baby kommt, wie sie das dann gehandhabt hat. Und dann gibt es ein Kapitel, das heißt, an manchen Tagen ist es einfach die Hölle. Und es ist ja auch manchmal so. Und da wollte ich euch gerne was vorlesen. An manchen Tagen leben mich meine täglichen Routinen und ich komme mir wie im Hamsterrad vor. Ich bin schlecht gelaunt, die immer wiederkehrende Arbeit erdrückt mich und ich wünsche mir schon gleich nach dem Frühstück die Bettgehzeit der Kinder herbei. Das ist okay, es gehört dazu. Wir Mamas dürfen auch Null-Bock-Tage haben. Bringt einen solchen Tag irgendwie hinter euch und gönnt euch abends etwas Schönes. Morgen ist ein neuer Tag, da sieht es gleich wieder besser aus. Wenn ihr derartige Tage häufiger habt, überlegt euch unbedingt, wie ihr mehr Entspannung in euren Alltag bringen könnt, denn die Work-Life-Balance ist nicht nur für Berufstätige wichtig. War natürlich mein liebstes Kapitel, weil das ist ja so mein Thema, ne? Wenn es uns Mamas gut geht, geht es auch unseren Kindern gut. Deswegen fand ich das super toll, dass sie halt auch diesen Blickwinkel betrachtet hat, ne? Wenn es uns halt mal scheiße geht oder was wir tun können, damit es uns besser geht. Und sie hatte auch so Probleme drin, wie zum Beispiel, wenn die Kinder sich nicht anziehen wollen, was man da machen kann. Fand ich super kreative Ideen tatsächlich. Oder auch, also wirklich so banale Sachen, aber wenn die Kinder keine Spiellaune haben, kennt ihr das? Wenn die einfach nicht ins Spiel finden, wenn die nur rumsitzen, sich langweilen und am liebsten Fernsehen gucken wollen und egal, was man ihnen anbietet, irgendwie haben die keinen Bock auf Spielen. Und auch da hat sie Tipps, wie man die Kinder dann da so ranführen kann. Mega, mir mega gut gefallen, auch das Kapitel zu Kindergeburtstagen, also richtig, richtig, richtig gut.
Und ich möchte, dass ihr auch was davon habt. Deswegen möchte ich gerne das Exemplar, was ich vom Trias Verlag zugeschickt bekommen habe, an euch weitergeben und mache da so eine kleine Verlosung draus. Wir machen das so. Unten in der Infobox schreibe ich nochmal alles zum Gewinnspiel dazu, wie das läuft. Aber schreibt mir noch bitte einen Kommentar und schreibt in einem Satz oder in ein paar Worten das Thema, wo ihr gerade Hilfe brauchen würdet und wo ihr euch in dem Buch Hilfe suchen wollt. Also so, ne, wenn ihr sagt, okay, bei uns läuft das Einschlafen gerade schlecht oder das Anziehen, dann schreibt es als Kommentar und ich los dann aus und einer von euch bekommt dann das Buch von mir zugeschickt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!